Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe euch was ganz Besonderes mitgebracht. Das ist von Switzer, ein Schweizer Taschenmesser, wie es im Buche steht. Was wäre so ein Schweizer Taschenmesser ohne ein Messer natürlich? Das haben wir hier und ihr habt schon gehört, das Messer an sich, das rastet ein und kann jetzt nicht mehr zurückgebogen werden. Um diese Arretierung zu lösen, drücken wir hier einfach auf das Kreuz und schon lässt sich das Messer ganz leicht einklappen. Mit an Bord ist auch eine Stech- und Bohrahle. Damit kann ich Löcher bohren oder irgendwelche Löcher zum Beispiel in Stoff reinschnipsen. Auf der Seite befindet sich ein Flaschenöffner und auf der anderen Seite haben wir für jedes gute Festival einen Dosenöffner mit an Bord. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch zwei Features. Wir haben hier auf der einen Seite eine Pinzette, mit der kann ich mir nach dem Schnitzen eventuelle Schieber aus der Hand drehen. Oder aber wir haben hier, was ist denn das? Ja, was genau das ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, zum Nasebohren oder so. Vielleicht kann mir das ja irgendwann mal jemand erklären. Und die Frage ist, will it open? Und ob wir wirklich damit ein Bier öffnen können, das werden wir jetzt herausfinden. Aber es wäre zu einfach, dafür einfach den Bieröffner zu nutzen. Wir nutzen natürlich das Messer. Aufpassen, dass man sich dabei nicht schneidet. Das Messer nehmen, ansetzen. Und jetzt würde ich sagen, Prost! Prost!